Hier ist diesmal grün und vielleicht ist sogar schon am nächsten Signal grün, wer weiß. Ich jedenfalls nicht, noch nicht. Es wird sich gleich zeigen, wenn wir vorbeifahren am nächsten Signal. Ob da grün ist oder nicht. So, mein liebes Ibis, jetzt darfst du weiterschalten. Jetzt willst du wieder nicht weiterschalten. Ich sehe das schon. Nächste Haltestelle, Berliner Allee. Muss es halt doch selbst machen. Wenn es nicht selbst weiterschaltet, muss es halt immer alleine machen. Aber naja, was bleibt mir groß anderes übrig? So, schön am Haar anhalten, wie sich das gehört. Wer fährt eigentlich hier auf unserem Nachbargleis ab? Hier drüben fährt die U2. Hallo. Interessant. Hallo. Oh, wie sie jetzt alle mitwollen hier. Aber komischerweise nur vorne. Und nicht irgendwie mal an der zweiten Tür. Muss ich jetzt nicht verstehen, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Hallo. Was die dazu bringt, nur vorne einzusteigen. Weil die steigen ja normalerweise auch immer an allen ein. Hallo. Hallo. So, wenn ihr dann mal drinnen seid, kann ich auch mal zentral schließen machen. Weil wir müssen nämlich los. Sind nämlich pünktlich auf die Minute genau, aber trotzdem müssen wir los, wenn wir los müssen. Das ist der Spruch sowieso, wir müssen los, wenn wir los müssen. Aber das trifft's, finde ich, doch immer ganz gut. So, hier müssen wir ja jetzt exakt Geschwindigkeit fahren. Sonst meckert das liebe Ding rum, dass wir zu schnell waren. Und wir kriegen eine Zwangsbremsung rein und das will ich nicht. Das wäre äußerst unschön. So, und warum du auch immer jetzt nicht weiterschaltest, verstehe ich nicht. Achso, jetzt gibt es wieder keine Ansagen für den Heinrich-König-Platz. Durchaus möglich, dass der jetzt die Ausstiege auf der anderen Seite hat. Also das ist, glaube ich, auch mit dabei hier. Dass die Ein- und Ausstieg zwischendurch auf der anderen Seite haben. Ach, hier steht sogar ein paar Bahnen abgestellt. Sieht man ja auch nicht alle Tage. Mensch, 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 was es nicht so alles gibt. Wieso ist hier jetzt schon wieder verdammt... Haben wir ein Glück, dass die gerade auf grün gegangen ist. Haben wir gerade ein Glück gehabt, kann ich nur sagen. Mensch, 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 das war knapp. So, wo müssen wir gleich lang? Wir müssen gleich geradeaus. Gehe ich jetzt mal fest davon aus. Das hier dürfte nur ein E-Kurs sein, oder? Oder die 8 fährt sogar nur da lang. Wir dürfen weiter geradeaus. Das freut uns. Und so fahren wir weiter. Denn gibt ja gar keinen Grund zu warten. Es gibt ja gar keinen Grund zu warten. Nächste Haltestelle, Heinrich-König-Platz. Übergang zur Linie 4 Richtung Flughafen Airport. War das nicht gerade eben schon der Heinrich-König-Platz? Kommt jetzt nicht der nächste? Jetzt kommt erstmal Signal HB3, okay. Gut zu wissen. Wenn das gelb ist, ist das rot. Ja, aber wie soll ich denn noch mehr bremsen? Ja, danke, ich wurde gerade zwangsgebremst. Ach so, jetzt muss ich hier die Übervorsperre mal kurz aktivieren, dass ich hier drüber darf. Ende signalisierter Bereich. Schönau Tunnel. Aha. Du bist wieder gelb. Also das nächste Signal, Wettenrot.
gehe jetzt mal vollkommen in der Annahme, dass das Signal rot ist, und es ist auch rot. Wer hätte das erwartet? Aber warum? Hier ist weit und breit kein Fahrzeug. Warum darf ich jetzt nicht fahren? Jetzt darf ich fahren. Wunderschön. Und wir sind jetzt an der Klinik, genau. Universitätsklinik, oder? Sind wir an der Uniklinik? Ich glaube ja. Ich glaube es zu wissen, wir sind an der Universitätsklinik, korrekt. Aber hier ist durchaus genug Platz für eine Doppeltraktion, muss ich mal so sagen. So. Es scheint so, als würde keiner raus wollen. Oder als wäre keiner rausgegangen. Mensch, Jungs und Mädels, was wollt ihr denn jetzt? Jetzt wollen die auch mit. Ich stand wahrscheinlich zu weit hinten. Mensch, Mensch, Mensch. Was ihr nur immer wollt. Kann es sein, dass mein Zielschild irgendwie wechselt zwischen Sonderfahrt und Indinger Straße? Was da dran steht? Weil manchmal steht Zielschild Sonderfahrt, manchmal steht Indinger Straße, ich verstehe es nicht. Hallo, Kollege. Nächste Haltestelle, Universitätsklinik. Nee, Universitätsklinik waren wir gerade, Schätzchen. Nächste Haltestelle, Universität. Das klingt doch schon besser. Und hier haben wir jetzt, glaube ich, Ausstieg auf der anderen Seite. So wie das aussieht hier. Und das sieht ganz danach aus. Weil hier vorne hält, glaube ich, nur die 10. Die da den extra Punkt hat. Weil hier ja auch Tatras fahren. Deswegen darf die 10 hier vorne halten. Ja, genau. Haltepunktlinie 10. 2 bis 3 fahren bis zur nächsten Tafel. Wir fahren nämlich bis hier vorne hin. Haltepunkt Linie 2 plus Linie 3. So, Türen gehen auf der richtigen Seite auf, genau. Was steht hier? Linie 2 fährt in die Kehre, manuelle Weiche stellen. Weiche stellt sich nach 60 Sekunden zurück. Achso, das war bei der anderen auch so, dass sie sich nach 60 Sekunden zurückstellt. Okay. Können wir also auch hier weiter. So, schöne Zusatzinformationen. Wir fahren ja eh geradeaus, also interessiert uns das recht wenig, was hier steht bezüglich der Weiche, weil wir wollen hier nicht wenden. Wir fahren hier geradeaus drüber und geben Gummi. Denn wir dürfen wieder 70 fahren. Und wenn wir 70 fahren dürfen, fahren wir natürlich auch schnell, weil dann ist der Fahrplan auch darauf ausgelegt, dass wir schnell fahren. Was wiederum bedeutet, dass wir auch bisschen Gummi geben sollen, um nicht allzu viel Verspätung zu sammeln. Jedoch hier wieder mit Ankündigung auf 30 sollten wir doch nicht allzu schnell düsen. Aber hier gibt es ja eh keine Magneten mehr, was jetzt glücklicherweise der Fall ist. So, und hier kommt eine Stelle, die ich mir immer noch frage, warum man hier das nicht für uns als Vorfahrtsstraße gemacht hat. Weil ich somit auch als Straßenbahnvorfahrt beachten muss. Was durchaus dämlich ist, wenn ich das mal so sagen darf. Aber naja, manche Leute lassen sich halt was Komisches einfallen. Ich habe nur nochmal beschleunigt, liebes Kind. Was anderes habe ich nicht getan in meiner tollen Straßenbahn. Es wollen tatsächlich nur Leute mit, ich bin ja erstaunt. Oh, ja. Ich habe nichts gesagt. Ich hatte komischerweise noch die Türfreigabe auf der falschen Seite aktiv. Kann mal vorkommen. Wäre ungünstig gewesen, wäre jetzt zur Bahn gekommen. Auf der anderen Seite, das hätte wehtun können. So, hier habe ich, bin jetzt Vorfahrt. Hier darf ich düsen. Ganz alleine. Hier sogar mit Bahnhof, mit Bahnübergang. Allerdings nicht für uns. Nächste Haltestelle, Grüne Straße.
sondern von einem anderen Zug und da sollte ich eigentlich abbügeln im Normalfall. Mache ich jetzt nicht, es stand nichts da, weil im Normalfall bügelt man eventuell da sogar ab. Glaube ich zumindest. Ich weiß es nicht sicher, ob man da abbügelt, aber ich könnte mir vorstellen, dass es wehtun könnte, wenn wir die anderen mitnehmen, die anderen Stromleitungen, weil die ja senkrecht zu unserem Stromabnehmer dann sind und also nicht mehr senkrecht zu unserem Stromabnehmer, wie sie jetzt sind. Aber wer weiß, wird seine Gründe geben, wird bestimmt auch ohne gehen, ohne abbügeln. Ich weiß gar nicht, in Leipzig gab es glaube ich sogar eine Stelle, wo das so war und da musste man auch nicht abbügeln. Ich habe keine Ahnung davon. Von daher, ich Mist erzähle, lass es lieber sein. So, ich glaube wir sind so gut wie da. Aber es waren trotzdem noch Leute mit. Zu faul zum Laufen. Gehe ich jetzt mal von aus. Oder würde ich jetzt zumindest mal von ausgehen. Weil wir fahren ja glaube ich jetzt nur noch hier um die Kurve und dann sind wir schon da. Dann haben wir es schon geschafft, unsere Fahrt. Gute halbe Stunde. Das lohnt sich doch. So, es darf trotzdem noch flüssig laufen. Für die letzten paar Meter. Ja genau, jetzt sind wir da. Jetzt sind wir an unserem Ziel angekommen. Ich wollte ja liebend gern sowas wie Nicht-Einsteigen schildern. Gibt's das hier? Scheint nicht der Fall zu sein. Mich wundern, warum es immer so hängt. Das ist immer der, wenn ich scrolle, dann hängt das immer so ein bisschen nach. Achso, ich fahre automatisch auf das Gleis. Gut zu wissen. Also nicht nur gut zu wissen, gut, dass es umgestellt hat, weil sonst wäre ich jetzt direkt falsch gefahren. Weil ich muss ja hier hin. So. Alle steigen es aus. Wunderbar. Wir würden abfahren in 8 Minuten. Das ist eigentlich auch eine schöne Pausenzeit, aber das machen wir nicht mehr. Wir werden abgelöst, das macht dann unser Kollege. In dem Sinne hoffe ich, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann. Wollt ihr auf der anderen Seite raus oder wie? Tatsache. Genau. Dann hoffe ich, es hat euch gefallen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also bleiben wir noch zu sagen. Tschüss, schönen Tag noch. Und bis zum nächsten Let's Play. Tschüss.